Wisst ihr eigentlich, dass Licht und Lichtmangel, vor allen Dingen auch Lichtverhältnisse, extrem großen Einfluss haben auf eure Schlafqualität? Wir haben auf unserem Auge einen Rezeptor und dieser registriert die Lichtgröße, die Lichtintensität. Und dieser Lichteinfall steuert ganz viele Prozesse im Körper. Das heißt, wir ticken chronobiologisch, wie wir immer so schön von der Wissenschaft sagen. Das heißt also, bestimmte Prozesse sind insbesondere zum Beispiel hormonelle Anpassungen, hormonelle Umstellungen im Körper, sind wirklich durch Licht gesteuert. Wir haben beispielsweise ja Phasen innerhalb des Tages, wo wir leistungsfähig sind und Phasen, wo wir überhaupt nicht leistungsfähig sind. Und wir brauchen beispielsweise Licht, um bestimmte Leistungen zu erbringen, Intensitäten des Lichts, oder uns runterzuholen, wie beispielsweise am Abend, um das Schlafhormon Melatonin hervorzulocken. Das bedeutet also, Licht steuert unsere Biologie, unsere Stoffwechselaktivität. Und wenn ihr beispielsweise relativ wenig Licht zum Beispiel morgens bekommt, dann ist es einfach so, dass ihr nicht richtig, wie man so schön sagt, aus dem Quark kommt, also nicht so richtig aktiv werdet und immer doch die Trägheit ein wenig dominanter ist und ihr, wenn ihr dann im Büro sitzt oder im Studium sitzt, dann wisst, okay, Mann, ich werde heute überhaupt nicht wach. Das hat nichts nur mit eurem Rhythmus zu tun, nein, es hat etwas damit zu tun, wie viel Licht hat der Körper abbekommen und wie viel sind dadurch an intensivierten Hormonausschüttungen wirklich in den Körper hineingebracht worden, um ihn wach zu machen. Passiert es nicht, bleibt ihr müde. Und dann ist es ja oft so, am Abend, wenn ihr dann vorm PC sitzt und immer noch mal auf dem Fernseher schaut mit viel blauem und weißem Licht, plötzlich kriegt ihr eine Lichtdröhnung und ihr verändert komplett so dadurch den Lichtrhythmus. Das heißt, wir brauchen Licht am Tag. Und wir brauchen deswegen auch Licht am Tag, um bestimmte Hormonelle im Körper zu regulieren. Dementsprechend heißt das, nehmt ruhig morgens mal eine richtige Sonnendusche. Lasst richtig morgens das Licht auf eure Netzhaut scheinen, damit eben die Biologie richtig ins Laufen kommt. Und abends dimmt das Licht, reguliert es runter, um wirklich auch Schlafen vorzubereiten. Also Licht macht müde oder wach. Und es steuert viele biologische Prozesse, wie beispielsweise auch die Produktion des Vitamin Ds. Und Vitamin D wird nun mal zu 90% über die Haut generiert. Dafür braucht ihr Licht auf der Haut. Das heißt also, Licht reguliert unsere Biologie und dementsprechend heißt das auch, Licht provoziert, wenn es denn fehlt, einen Schlafmangel, insbesondere wenn es am Tag fehlt, weil das ist Stress für den Körper.